Siege suchen. So hat es den Anschein. Es gibt jetzt erstmal Einwurf von der linken Seite. Wungo Dika auf Uafero, der dahinter mit Schorsch und Barilla die Abwehr bekleiden soll. Perdedai holt sich den Ball, spielt auf Barilla rechts raus. Dann ist das Jennecke dahinter, legt den Ball erstmal wieder zurück auf Barilla. Schorsch kriegt den Ball. Also jetzt ein bisschen Tempo ausgenommen. Da kommt schon wieder der schnelle Ball auf Eisele. Der kommt sogar an. Schöner Pass. Weitergeleitet, ja, Eisele. Kein Abseits. Und da ist passiert. Saarbrücken. Tor. In der dritten Minute. Eiskalt, wie es ein Tabellenführer nur sein kann. Jawohl. Ein Auftakt nach Maß mit Eisele. Und wer war es noch, lieber Kai? Ja, den Pass genau habe ich nicht gesehen. Ich habe mich gewundert, warum Eisele, also der Pass kam von außerhalb des Strafraums in den Strafraum hinein, ungefähr 7 Meter spitzer Winkel. Habe erst gedacht, er dreht sich nach rechts rum, aber nein, er macht es wie der Müller-Gerd, streckte Bobbes raus, dreht sich nach rechts, zieht ab, unten links ins lange Eck. Keine Chance für den Keeper. Einwurf für die Balinger von ihrer linken Seite, das ist alles noch in der Hälfte. Der Balinger, jetzt kommen sie so langsam rüber. Aber da ist es wieder Saarbrücken mit Mäntler, der wieder einen schönen Pass spielt auf Jakob. Und der wird da ein bisschen zu Boden gebracht, aber dennoch Ballbesitz weiter über Eisele. Jakob, Schussversuch leider abgeblockt. Ja, der Junge ist brandgefährlich. Wieder mit Schorsch. Da klärt Mäntler, klärt da und Eisele hat den Ball. Das geht für Saarbrücken ziemlich einfach. Gerne so weiterspielen. Da ist im Moment schon ein deutlicher Unterschied zu merken. Saarbrücken wieder mit Ballbesitz über Wungu Edika, linke Seite. Spielt nochmal zurück auf Boni Uraferro, unsere Nummer 14. Anthony Barilla, ausgebildet bei Leipzig, spielt den Ball jetzt flach rüber auf Mäntler. Schön, außen, jetzt über die linke Seite könnte er, sieht aber noch besser. Das ist die Riesenschuss! Und Pfosten! Glück für Balingen. Wungu Edika stand nicht richtig, aber die Gefahr ist noch nicht ganz gebannt. Jetzt erstmal noch Glück für die Balinger. Saarbrücken gemacht. Ich weiß noch immer nicht genau, wer es war. Ich glaube, Eisele war es nicht. Sicher war es Eisele. War es doch Eisele. Ajo. Okay, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Und jetzt kann Mente nochmal durchziehen. Viel Platz da geschafft über Wungu Edika. Der bringt den Ball gefährlich rein. Super Pass. Von der linken Seite flach rein. Nur 2-3 Zentimeter haben da vielleicht für Jennecke und Kogel fehlt. Haben einer von uns schon angerauscht. Deswegen in großer Bedrängnis den Ball gespielt. Und dadurch eben halt die Situation zum Schussversuch. Und dadurch resultiert letztendlich auch der Freistoß. Perdedai steht da. Mäntler steht da. Ja, wer macht es denn nun? 25 bis 30 Meter. Mäntler macht, schießt und an die Latte. Meine Fresse nochmal. Haben die Balinger mehr Glück als Verstand? Das wird ja immer dramatischer. Saarbrücken. Toller Freistoß. Mäntler an die Querlatte. Er kriegt nämlich von links den Einwurf jetzt zugesprochen. Deswegen, das ist das einzige Manko. Wir führen nur 1-0 und haben hier Chancen ohne Ende. Haben aber auch reichlich Pech, muss man einfach sagen. Aber da müssen wir hellwach sein. Nicht, dass das hier irgendwie auf einmal anders kommt. Aufpassen im Strafraum. Da haben sie jetzt ganz gut die Möglichkeit. Zeit ist erstmal geklärt. Aus dem Strafraum raus. Kommt der Ball wieder zurück. Können wir erstmal wieder klären. Hin und her der Ball. Der Ball immer wieder im Strafraum. Aufpassen, da haben sie die Chance. Und Batz muss sich da strecken. Glanzparade. Ja, so schnell geht's nämlich auf einmal. Aus dem Nichts dann. Abgezogen aus 17 Meter. Und Batz ist da hervorragend schnell unten. Versauert. So ein bisschen sauer ist unten auch der Lotte, unser Trainer. Oh, ein Pass lang, hoch und weit. Mensch. Auf die Nummer 9, auf Hannes Scherer und der war 7 Meter. Alleine, komplett alleine vor Batz. So ist es. Und das ist das Negative an dem Spiel, dass wir nicht höher führen. Und in den letzten Minuten macht es eben halt uns Baling immer schwerer. Müssen wir gucken, dass wir da andere Mittel finden. Jakob hier schön freigespielt, das kann es sein. Wieder eine gute Chance, halblinke Position, direkt aus der Luft abgezogen auf den kurzen Pfosten. Aber er trifft nur das Außennetz. Demnächst nochmal einen nachlegen, das wäre ganz, ganz jetzt aus. Wichtig. Überzeit vielleicht jetzt, ne? Dreht erstmal ab, spielt hinten rum. Uraferro wieder, Schorsch, Christopher, Barilla steht da auch noch dabei, aber Zeitz kriegt den Ball in Höhe der Mittellinie, spielt jetzt auf Jakob, schön auf Eisel, der hat eigentlich relativ viel Platz. Jakob läuft ja, daran, das ist die Chance, komm, Junge. Den muss er machen, oh, nein, nicht. Schon wieder, Riesenchance aus blau-schwarzer Sicht, die heute ja in weiß und blau in Leitblö spielen, aber jetzt gibt es auf der rechten Seite nochmal den Einwurf von der Nummer 2 von Balingen. In der Höhe von Lotzner, dem das da natürlich nicht gefällt, dass die da nochmal im Ball besitzen auf der rechten Seite. Immer noch spielen den Ball. Da peu à peu nach vorne kommen zur Flanke, aber da
verschätzt sich Batz ein bisschen. Ja. Kommt da nicht ran auf der rechten, auf der linken Seite. Kommt dann der Balinger nochmal. Macht es den nicht so leicht. Aufpassen, schon wieder der Ball. Völlig frei im Strafraum. Rechte Seite. Und gleich Rappels und noch Rappels. Ja, das ist natürlich ganz bitter. Das erinnert mich an das letzte Jahr nochmal. Da war es ähnlich gelaufen. Kurz vor der Pause kriegst du den unverdienten Ausgleich. Aber da haben wir auch selber Schuld. Weil wir das hier nicht mehr frei. Da bin ich selber schuld, lieber erster FC Saarbrücken. Tolle erste Halbzeit gespielt. Eins von mir aus, aber so steht es halt nur 1-1 und das ist gefährlich. Jennecke treibt das Leder nach vorne über Eisele, Perdedei. Jetzt aus. Wendler schießt. Ja! Zack! Geil! So geht's halt. Neuer Torwart, genau im Winkel. Saarbrücken führt durch das geile Manier-Mender mit 2-1. Yes! Also Freunde der Sonne, das war wirklich Chefsache. Das war Mendler. Und zwar, sagen wir 18 Meter zentral vor der Kiste. Ich denke noch, warum passt er nicht auf den Jakob? Ja, weil Chefsache ist. Und er holt seine linke Klebe raus und nagelt das Ding und oben links in den Winkel. In den Ballbesitz, Gott sei Dank. Saarbrücken spielt von links nach rechts. Jetzt hier nochmal Eisele. Boah. Wieder Eisele, das muss es doch auch sein. Oh. Da hält er super. Riesenchance. Jennecke nochmal rein. Und Kopf bei Jakob, aber da ist der Abwehrspieler noch näher. Und Kivungo Edika, schön angetäuscht über die linke Seite. Da Billard-Trick hin und her. Und jetzt Hochbetrieb da. Es geht wieder weiter. Geile Chance, aber super gehalten vom Torwart auch. Also mächtig Betrieb macht Saarbrücken wieder. Den für die TSG aus Balingen. Von uns aus gesehen von der rechten Seite. Ein Rechtsfuß wird den auch treten. Kommt an den 5 Meter Raum. Alter Schwede, zur Situation, der Ball ist nicht drin. Und zwar die Nummer 4 von Balingen, das war Carlos Konz. Also dieses Tor hat uns jetzt auch gerettet, beziehungsweise die Latte. Und zwar der Ball, er steigt hoch, völlig frei, köpft an die Unterlatte. Der Ball klatscht vor der Linie auf und wird dann geklärt in Zeit. Da schon wieder und jetzt ist der Ball drin. Sag mal, was macht ihr denn da hinten? Was ist denn das? Heieiei, also eben noch hat uns die Latte gerettet. Jetzt kann man sich nur noch selber retten, weil das ist hinten keine Zustellung, kein einfach nichts. Tor für Balingen 2-2. Unglaublich. Zwei Ecken dahin, die für Riesen-Balaber-Trouble sorgen und wir kriegen die nicht wegverteidigt. Noch. Da wird bestimmt auch noch was kommen und dass man die Chance nutzt. Jetzt Eisele wieder. Völlig frei. Das muss es sein. Jawohl. Jennecke. Nee, das ist Jakob, mein Freund. Das ist Jakob. Es ist mir egal, wer es ist. Es ist ein Blau-Schwarzer. Was ist denn das hier für ein Spiel? Saarbrücken führt wieder 3-2. Meine Nerven. Ich kriege hier wirklich die Vollkrise. Da macht Eisele alles richtig. Die demonstrieren noch oder gegen Abseitsposition. Glaube ich aber nicht. Das Tor zählt auf jeden Fall. Schiedsrichter sagt das auch ganz klar. Und dann macht er es wirklich geil. Der Eisele 1-1 gibt links rüber. Der sorgt für Gefahr. Wir haben ja schon zwei Tore gegen uns geschossen. Und da musst du wirklich hellwach sein. Eben halt auch noch reichlich zu spielen. Jetzt verliert Bentler erstmal den Ball. Wunguitika setzt sich aber prima da ein. Aber trotzdem viel Kampf jetzt. Aber die Balinger bleiben da im Ballbesitz. Hier wird es über die linke Seite. Kommt sie in die Zentrale. Glanzparade. Batz, abseits. Position. Danach. Richtig. Kann ich hoffen, dass sie dann zu irgendwelchen Möglichkeiten kommt. Ich will es ja auch überhaupt nicht beschreien, deswegen halte ich da jetzt die Klappe. Aber da kommt wieder einer, der hat so einen Tim Schlegerer Einwurf. Ne? Da musst du wieder aufpassen, das weiß natürlich Saarbrücken. Die stehen da alle wieder im Strafraum. Das ist fast so ein Eckball-mäßig und es ist nur ein Einwurf. Das kann er gut, der Junge da hinten. Er kommt wieder mit mächtig Tempo rein. Das muss unserer sein. Erstmal geklärt und Golay spielt auf Jurcha, aber der hat den schlechteren Lauf. Aber das heißt bei ihm ja nichts. Bisschen unterschätzt, aber ansonsten bleibt er noch bei seinem Gegenspieler dran. Jurcha hat die Kugel. Geil gespielt auf Perdedei. Das muss es sein. Er hat jetzt die Chance zum 4-2. Das ist die Chance. Perdedei macht Nein! das 4-2. Völlig frei. Der spielt den Torwart aus.
und zirkelt den Ball dann in den fünften Stock. Freunde der Sonne, Freunde der Sonne. Ich krieg die Krise hier, das gibt es nicht. Schon mit der Faust. Ach, der Ball ist heiß noch. Der Ball ist immer noch heiß. Perdedai und der Ball kommt da rein. Erstmal wieder geklärt von Zeitz mit dem Kopf. Das macht er gut. Golay dabei. Hat den Ball erstmal abgeschirmt. Kriegt den aber nicht richtig. Wieder ist es Balingen, die da angehen und schießen aus 40.000 Metern. Ui. Und letztes Jahr ging dieser Ball rein. Toller Schuss aus 35 Metern, der war 10 Zentimeter vorbei. Ich glaube, letztes Jahr ging so ein Ding genau im Winkel. Diesmal haben wir ein bisschen mehr Glück in der Situation. Und Nachspielzeit jetzt 3 Minuten übrigens. Nachspielzeit ist 3 Minuten. Das ist eigentlich viel zu viel für mich und für meine für Nerven. Mich sind das also, die Nerven an eurem Fanradio sind natürlich auch gescholten und jetzt hat der Schiedsrichter abgepfiffen. Gott sei Dank. 3-2. Ein dramatisches